So, Bonustruhe lassen wir aus. Einstellung Portier lassen wir auch noch strukturieren. Nee, das machen wir an. Welttyp Standard. Ja, das passt. Spielregeln, neue Welt erstellen. Mach einfach, komm. Quatsch mir nicht voll. Don't talk to me. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh, look at my nipples. I am very gespannt. Entschuldigung. Red Dead 2 ist ein sehr langsames Spiel, muss man mögen. Ja, klar, gerne. Gerne, gerne, gerne. Also ich bin, ne, ich habe da kein Problem mit. So. Was ist hier neu? Ich sehe hier nichts. Das sieht immer noch aus wie Minecraft. Keine Shader, kein gar nichts. Was ist das? Das ist ja richtig langweilig. Was machen die Entwickler den ganzen Tag? Schlafen oder was? Oh, reinguckt. Wobei. Weil sie. Sicher, dass hier die Berge-Dings noch nicht dabei ist? Guck mal, das sieht schon geil aus hier. Oder geiler als vorher? Das ist doch schon ein neues Berg-Update hier oder so, oder nicht? Oh, hier ist ein direkten Schlitz. Ja, dass das nicht, noch nicht dabei ist hier. Hm. Guck mal, ein Schlitz. Alter, what? Wo geht das denn hin? Alter, was zum Teufel? Heilige Maria. Oh, geil. Cool. Alter. Wow. Ein Schlitz. Wir sind bei minus 1, by the way. Ist das... Was ist das? Oh, das ist Tiefenschiefer. Ist das Bedrock? Nee, ne? Alter, was? Oh mein Gott, wie geil! Warte, ich brauche Fackeln. Alter, wie nice ist das denn? Wow! Kann ich das irgendwie heller machen? Warte mal. Die Helligkeit, ich mach mal auf hell. Alter, aus dem Nichts stehst du halt in so einer fetten Höhle hier unten. Ich dachte, ich komme gleich irgendwo hin, wo ich gleich irgendwo runterfalle. Wir sind aber gleich tot. Was ist das? Tiefenschiefer Redstone Erz. Oh, geil. Moin. Okay, das ist aber schon... Erinnert ihr euch gerade, wie tief wir sowieso schon in diesen Schlitz runtergegangen sind? Und wir haben dann noch mal ein ganzes Stück nach unten gegraben. Und dann kamen wir hier erst an. Wow. Trank der Nachtsicht. Ah, okay, warte. Trank der Nachtschicht, hier. Auf alle, die die Nachtschicht haben. Oh ja, geil, nice. Das ist ja nice. Was ist das? Leuchtflechte. Alter. Oh, hier haben wir Eisenerz. Okay, das ist wirklich cool, muss ich sagen. Und wie gesagt, du stehst halt aus dem Nichts einfach in so einer fetten Höhle. Alter. Was ist das? Okay, wir sind bei minus 18 gerade. Krass. Wow. Ist das Vanilla? Ja, das ist Vanilla. Das ist das neue Cliffs and Caves Update, was wahrscheinlich im April? Kommt das im April? Ich glaube ja, ne? April, Mai oder sowas? Juni? Irgendwie sowas in dem Dreh. Oh, was ist das da hinten? Oh, guck dir das einfach an. Wow. Hier sind einfach Fische unter Wasser, WTF. Oh, guck mal, Diamanten da unten.
Alter, wie heftig. Okay, das ist halt schon mega cool gemacht, ne? Ist das Eis? Oh, das ist tatsächlich Eis, WTF. Das ist halt schon super cool gemacht. Axolot, was ist denn das? Wir gucken uns gleich die neuen Gegenstände und alles nochmal an. Okay, ich glaube, ich möchte fast schon ein neues Minecraft-Let's Play machen. Mit der RTX-Version und dann diese fetten Höhlen einfach. Ist das neue? Das ist das neue Snapshot-Update. Also es gibt ja diese Snapshots immer von Minecraft, wo ihr dann quasi so Preview-mäßig reingucken könnt, was es so Neues gibt. Und das ist quasi ein Snapshot, der letzte, der erschienen ist mit dem neuen Caves-Update und mit allem neuen, was hier so an Höhlen dazugekommen ist und was sie halt hier reingepackt haben. Das ist halt schon super geil. Das ist halt schon echt mega cool gemacht. Also wirklich wow. Fackeln immer links, ja. Schon klar. Aber eigentlich, also normalerweise finde ich jetzt, wo es solche fetten Höhlen gibt, ich meine, stell dir mal vor, du kommst hier hin, stehst dann hier so. Ich meine, klar, du könntest jetzt das Wasser runtersliden, ne? Aber stell dir mal vor, was machst du, wenn du hier kein Wasser hättest? Du müsstest dir entweder Wasser mitnehmen, oder es wäre halt cool, wenn es irgendwie so ein Seilsystem gäbe, ne? Wie bei Forest. Dass du dich hier quasi so runterseilen könntest. Sowas wäre halt echt praktisch, weil diese Höhlen sind halt wirklich riesengroß. Es sind ja wirklich riesengroß. Das wird echt schwer. Wir haben aber leider noch keine... So ein Kletterseil, ja genau. Ich mach mal Spectator Mode. Genau, da können wir nämlich hier durch die... Also, ungültige Befehle, hab ich das falsch gemacht? Game Mode? Ah ja. Genau, dann können wir nicht mal hier durch die Wand gucken. Alter, guck dir diese fetten Höhlensysteme hier an. Wow. Mal gucken, ob wir hier irgendwo... Guck mal, hier ist ein Spawner. Ob wir hier irgendwo so... Was ist das für ein Spawner? Ach so, ich bin... Okay. Boah. Okay, jetzt vergleich das mal... Oh, da vorne ist so ein Ding, was ich gesucht habe. Jetzt vergleich das mal... Mit den alten Höhlen. Mit den alten Höhlensystemen. Das ist ein absoluter Witz. Einfach. Das ist einfach ein absoluter Witz. Wow. Okay. Hier sind diese neuen Zimmerchen. Ne, diese neuen Dinger, wo man findet. Und das sind diese neuen Kristalle. Amethysten sind das. Ich glaube, die haben auch einen eigenen Sound, ne? Ich mach kurz Spotify aus, warte. Ja, klappt gut. Ich kann Spotify nicht pausieren. Ah, jetzt. Nice. Warte, kurz den Sound ein bisschen lauter. Ich glaube, die haben eigenes Sound-Dingens jetzt, ne? Gesamtlautstärke mache ich mal auf 60 gerade. Das ist schon cool, ne? Bing! Was ist das? Ein Knospenblock. Okay, der Knospenblock. Und was ist das hier? Das ist ein einfacher Block. Kann man den dann wiederum wiederverarbeiten im Inventar oder was? Ich habe kein Inventar. Schade. Ah, da drauf laufen ist halt schon mega cool. Kalzit gibt es hier noch. Und Basalt. Geil. Das ist halt schon richtig cool. Ist das neues Erz? Ja, das ist neu. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal Game hier Spectator Mode nochmal gehen. Gucken wir noch was in die Richtung vielleicht finden. Ich glaube, es gibt noch irgendwas Neues, ne? Ich warte auf richtige Vulkane. Boah, das wäre natürlich auch mega cool. Aber guck dir das mal an, das ist schon heftig, ne? Das ist schon richtig heftig. Da vorne ist wieder so ein Zimmerchen. Ich glaube, es gibt aber nur. Gibt es nur Amethystenzimmer? Sieht badass aus, absolut. Sind das auch wieder Amethysten hier? Das sind auch Amethysten. Ja, okay. Also sind das immer die. Einfache Entwicklerversion. Ja, genau. Einfach die Entwicklerversion runterladen. Das kannst du über einen Launcher machen und dann easygoing einfach mal reingucken. Ist schon cool. Was ist das hier? Auch wieder so ein Unterwasserfluss einfach. Also das mit den Höhlen ist halt schon mega geil, ne? Das ist...
Wow. Ich meine, zieh dir das halt einfach mal rein, so. Das ist halt schon cool. Also geil wäre, wie gesagt, wenn es Dingens gäbe, wir gehen mal an die Oberfläche zurück. Geil wäre halt, wenn es zum einen so ein Kletterseil gäbe. Und wenn es zum anderen. Oh, was ist das denn hier? Cool. Wenn es Kletterseile gäbe und zum anderen, was auch noch, finde ich, wichtig wäre, wenn du irgendwie so eine Art, naja, keine Ahnung, Scheinwerfer bauen könntest. Oder irgendeine Fackel, die. Was ist das denn? Oh. Das ist. Gut. Das war dann mal ein Schiff, würde ich sagen. Oh, guck mal hier, hier gibt's Eisbären. Stimmt, wir haben bei uns noch nichts gefunden mit Eisbären, ne? Wir haben bei uns noch keine Eisbären gefunden. So reden Bären doch, oder? Aber da ist auch nochmal ein Schiffswrack, glaube ich, ne, da unten. Okay, lass uns mal kurz an Land brettern. Und dann gucken wir mal, was es für neue Gegenstände bzw. für neue Tiere gibt. Lass uns das einfach mal hier machen. Wups. So, was haben wir denn da Schönes? Erstmal bedanke ich mich bei Black Kunde für 4 Monate. Ich mache die Musik auch mal wieder an. Dankeschön, Black Kunde für 4 Monate. Und ich bedanke mich bei Terry Didi für 15 Euro. Vielen, vielen Dank an dich. Und beziehungsweise an euch beide. Dankeschön. Gibt es auch auf PS4? Ich weiß nicht, ob das auch auf den Konsolen direkt kommen wird. Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir gar nicht sagen. Ei. Gut, das hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert, ne? Spawn-Ei. Ei. Okay, Axolot. Die sind wohl neu. Dann haben wir Fledermaus. Die gab's vorher. Bienen gab's vorher. Lohen gab's. Katzen gab's. Höhlenspinnen. Huhn haben wir auch. Kabeljau. Fuchs. Endermiten. Gab's das vorher auch schon? Ich glaube, Ziegen gibt es hier noch nicht. Was ist denn ein Großwächter? Kenne ich ja noch gar nicht. Was bist denn jetzt so? Was denn? Hast du Probleme oder was? Geh in der Water zurück. Du Huren. So, was ist ein Axolot? Was? Was macht der da? Was sind das? Müssen die ins Wasser? Kennst du die nicht? Nö, ich kenne die nicht. Müssen die ins Wasser zurück? Ja, komm dann schnell ins Wasser, los! Die gehören ins Wasser. Ach so, ich kenne die nicht, wie gesagt. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab damit nichts zu tun, es tut mir leid. Ich hab damit nichts zu tun, es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Was ist da denn Hoglin? Sind die auch neu? Ich kenne so viele Sachen hier nicht, ne? Für mich sind viele Sachen neu. Maultiere habe ich auch noch nie gesehen. Panda? Kugelfisch? Wie gesagt, es wird auch Ziegen geben, aber die haben wir halt hier noch nicht drin. Axolot, google die einfach mal. Okay, muss ich mal gucken. Wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Was ist denn ein Eiswanderer? Was ist ein Schreiter? Ach, das sind die vier. Okay, die kenne ich. Oh, ist ein wenig warm hier, gell? Ist ein bisschen warm, gell? Sag ich dir. Keck bei!
Was das? Oh, okay. Ach, das sind die. Okay, ja, ja, gut, doch, die kenne ich. Die kenne ich. Ziegen und Leuchttintenfisch. Ach, gibt es doch, oder was? Okay, gibt es Ziegen hier doch? Aber ich dachte, die Ziegen gibt es nur bei Bedrock. Zoglinden, was ist das denn? Du, ich glaube, der mag dich nicht. Ich glaube, er ist ein bisschen erbost. Alles klar. Der hat ja Bock. Fahrender Händler? Wo ist denn jetzt ein fahrender Händler? Hol ihn dir! Hol ihn dir! Gut. Hätten wir das auch geklärt. Sehr schön. Okay, warte mal. Phantom, Lachs, Verwüster, Tintenfisch. Ich glaube, Ziegen gibt's immer noch nicht, oder? Nee, Ziegen gibt's noch nicht. Warte mal, Tintenfisch? Tintenfisch gibt es hier, genau. Leuchttintenfisch. Der ist neu. Den kennen wir noch nicht. Das ist eh, der leuchtet halt, ne? Cool. Hahaha, ist scheiße ohne Wasser, wa? Oh, warte, ich mach das anders. Hier. Für dich. Oh, warte mal, der hat was fallen gelassen. Okay. Cool. Kann man eigentlich auch... Warte mal, wenn ich jetzt hier... Ey, Schatzi, wo bist du denn? Guck mal. Magst du die auch nicht? Ich mag dich. Ich mag dich wirklich, du bist der Beste. Sehr geil. Der ist wirklich gut. Du bist mein Kumpel. Wir sehen fast gleich aus. Mach mal Game of Survival. Guck, Alter, guck dir das Schwein an. Du? Ich weiß nicht, ob du schwimmen kannst, ne? Ich glaube nicht, dass das deine Gefilde sind, wo du dich aufhalten solltest. Das ist nicht gut, was du da machst. Willst du da vielleicht wieder rauskommen? Naja, gut, dann seine Entscheidung. Seine Entscheidung. Okay, also ich muss sagen, die Höhlen sehen schon richtig geil aus. Ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt und was sie noch so ankündigen. So ein, zwei Wünsche hätte ich halt, wie gesagt, so ein Absteigeseil. Alter, guck dir das einfach an. Du kommst einfach hier hin, weißt du, und es geht einfach 30.000 Kilometer in die Tiefe nach unten. Und egal, wo du dich hinbuddelst. Oder auch nicht, egal wo du dich hinbuddelst. Egal wo man sich hinbuddelt, eigentlich kommt man in so eine Höhle, aber ich glaube hier gerade nicht. Mal gucken, was passiert. Gut, hier jetzt halt nicht. Aber wo sind wir? Wir sind bei minus 65. Minus 65. Es geht jetzt minus 65 nach unten. Heilige Maria. Aber wie gesagt, egal in welche Höhle, ich kann ja nochmal in den Spectator-Mode gehen, da können wir das ja nochmal sehen hier. Also das... Okay, wir haben uns halt ganz knapp an der Höhle vorbeigegraben. Toll. Alter, das ist halt schon geil, ne? Das sieht halt super, super heftig. Guck dir diese Höhle an, Alter. Warte, ich baller mir nochmal einen Trank rein. Dann können wir uns die nochmal ansehen. Hier, Trank der Nachtschicht.
Wurftrank denn? Okay, warte. Ich bewerf mich damit. Oh mein Gott, guck dir das an. Alter. Das ist eine Höhle. Das ist eine einzige Höhle. Das ist schon krass. Wow. Guck mal, das ist... Was ist das denn? Hä, was ist... Was ist das denn? Okay, das ist auch richtig nice mit den Metalldingern hier. Das ist einfach Nita in der normalen Welt und von daher nichts Besonderes. Naja gut, kommt halt immer drauf an, wie sehr du Minecraft magst oder was du an Minecraft oder ob du Minecraft cool findest oder so, ne? Also, wenn ich mir jetzt Fortnite angucke und dann kommt halt einfach so, alle, wo alle voll abgehen, so, oh, voll der krasse neue Skin, so weiß ich, so, ja, sieht halt aus wie der andere Skin vorher auch. Ich meine, das ist halt schon geil, sag ich dir ganz ehrlich. Ohne Mist. Ist schon cool, auf jeden Fall. Also, finde ich jetzt zumindest. Ist natürlich Geschmackssache, kann jeder sehen, wie er möchte, ist klar. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Und es sieht auch ziemlich nice aus. Ja. Was Cody sagt, noch bitte anschauen. Können wir gerne machen. Dann bitte nochmal reinposten. Ich habe es nämlich nicht gelesen. Das ist schon cool. Es sieht... Alter, WTF. Was ist das denn? Ist die Hölle jetzt hier. Fernglas und Beutel. Ach stimmt, es gibt jetzt auch Beutel. Du hast recht. Warte mal. Es gibt... Nee, warte mal. Wie heißen die denn? Die heißen nicht Beutel, ne? Ich mach erstmal Fernglas. Ich mach erstmal Fernglas. Willkommen im Chat. Hä? Ich bin schon den ganzen Abend im Chat, was soll das? Boah. Schon ganz cool. Ja, das ist schon lustig. Das kann man schon machen. Wofür man das jetzt braucht... Es ist ganz lustig. Wie das in Third Person aussieht, warte. Wie kann ich hier nochmal in Third... Ach, hier. Sieht man leider nicht so richtig, aber... Ja, ist halt wie Optifine. Ja, genau. Ist wie Optifine. Kann man machen. Kann man machen. So, aber wie hießen die Beutel? Sack. Wie Rucksack, glaube ich, ne? Kann das sein? Bündel. Ah, hier. Bündel. Die waren aber, glaube ich, nicht ganz so cool irgendwie, ne? Ich glaube, du konntest da immer nur eine Sache reintun oder sowas. Genau, du kannst immer nur zwei Sachen reintun. Oder wie war das? Oder konntest du auch von... Oder ich glaube, es passen einmal 64 Sachen rein, ne? So war das gewesen. Ich glaube, du kannst einmal 64 Sachen reinmachen. Du kannst 64 verschiedene Items reinmachen. Oder halt eben von einer Sache ein 64er-Stick. War das so? Also ich könnte jetzt auch davon Sachen rein... Ne, warte mal, da ist aber voll, ne? Schon ganz praktisch. Ja? Es ist für einzelne Items ist es praktisch. Um einen 64er-Stack reinzumachen, ist voll sinnlos. Es ist für einzelne Items ist es sehr gut. Einzelne Blumensamen. Genau. Dafür ist es nicht schlecht. Um 64er-Stack reinzumachen, ist es total sinnlos. Aber dafür hat man die Schuka-Kisten. Finde ich. Beutel in Beutel geht. Okay, warte mal.
Das ist natürlich, das wiederum, wenn Bündel in Bündel geht. Okay, wow. Okay, das ist natürlich krass. Das ist krass. Also wenn du Bündel in Bündel machen kannst, ist das natürlich super heftig. Das ist ja dann halt ultra OP. Ne? Das ist richtig krass. Ja, sehe ich genauso. Und die ganzen Fische verrecken hier. Cool, eine Fischfarm. Nice. Gegen gefüllte Bündel im Bündel. Ja, 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 ich glaube schon. Hier, 64er Stack. Warte, einmal hier rein. Und dann hier rein. Hä? Ne, das geht nicht. Das geht ja jetzt komischerweise aber nicht rein. Das geht nämlich nicht. Ja, du kannst keinen 64er da reintun. Komischerweise, warum auch immer. Okay, das wäre aber auch sehr OP dann, ne? Ja, ja, das wäre sehr OP. Aber allein schon, um den ganzen einzelnen Stuff wegzuhaben, ist das schon echt nice. Ja, wie gesagt.